Weiter geht es in unserer Basic-Reihe und heute sprechen wir darüber. Ne? Das ist eine Eieruhr. Nein, wir sprechen heute nicht über Eier, sondern wir sprechen heute über die Zeit, die vergeht, also über den sogenannten Zeitwertverfall. Und das kann man halt mit so einer Uhr sehr, sehr schön erklären und deswegen auf geht's. Wer schon mal bei uns in der Akademie war, der kennt diese Uhr. Denn diese Uhr, die nutzen wir immer in unseren Vorstellungsrunden und die läuft genau 3 Minuten. Ich vermute mal, dass das Video nicht nur 3 Minuten lang wird, sondern ein bisschen länger, ihr kennt mich. Aber wir lassen sie jetzt trotzdem einfach mal laufen und wir sprechen heute über das Thema Zeitwertverfall. Normalerweise handelst du vielleicht so etwas wie Aktien. Und wenn du Aktien handelst, dann haben diese Aktien keine Laufzeitbegrenzung. Das heißt, eine Firma geht an die Börse, gibt ihre Aktien aus und solange die Firma an dieser Börse gelistet ist, solange die an der Börse gelistet ist, solange kannst du diese Aktien auch entsprechend handeln. Bei Optionen und bei Futures ist das aber etwas anderes, denn diese werden erstmal nicht an normalen Börsen gehandelt, sondern an sogenannten Terminbörsen. Und Termin, das ist ganz wichtig, das sagt etwas aus, dass solche Derivate immer eine begrenzte Laufzeit haben. Das heißt also, es gibt Optionen, die laufen oftmals, ja, gibt ganz unterschiedliche Laufzeiten. Ne? Es gibt zum Beispiel in Holland Optionen, die werden am Nachmittag aufgelegt und laufen bis zum Mittag des nächsten Tages, also weniger als 24 Stunden. Dann gibt es Optionen, die laufen immer nur eine Woche. Dann gibt es Optionen, die laufen ein paar Wochen, ein paar Monate, ja teilweise sogar Jahre. Und im Rohstoffbereich, also gerade bei Rohstoffen, wo man eine sehr lange Absicherung braucht, da gibt es Optionen, die teilweise bis zu 10 Jahren Laufzeit haben. So, was ist das jetzt aber mit diesen Zeitwertverfall? Stellt ihr dazu eigentlich Folgendes wieder vor. Ihr wisst, bei Optionen lohnt sich immer, den Vergleich zu machen zwischen Versicherungen und dem Optionsgeschäft, weil beides hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und deswegen lasst uns wieder über Versicherungen sprechen, obwohl wir eigentlich die Optionen meinen. Stell dir mal vor, du sagst, du hast hier eine Versicherung abgeschlossen und zwar für einen Monat. Okay? Und die kostet halt eine bestimmte Summe. Und dann kommt ein Vertreter und sagt, ja, pass auf, ich mache dir aber auch ein Angebot für 12 Monate. So. Also hier 12 Monate. Eines ist natürlich schon mal ganz klar, welche Versicherung wird teurer sein? Ganz klar, die mit der längeren Laufzeit. Warum? Weil du natürlich jetzt hier 12 Monate Versicherungsschutz hast. Hier hast du nur einen Monat Versicherungsschutz. Jetzt ist das ja ein Geschäft, wo der eine etwas verkauft und der andere etwas kauft. Und bei dem einen ist der Zeitwert ein Vorteil und bei dem anderen ist er ein Nachteil. So, für wen ist es ein Nachteil? Und der Nachteil bei einer Option, aber auch bei einer Versicherung, ist immer der Versicherungskäufer, in dem Fall auch der Optionskäufer. Und zwar aus folgendem Grund. Stell dir mal vor, du hast jetzt hier für einen Monat eine Versicherung abgeschlossen und sagst, ich bin jetzt einen Monat gegen irgendein Risiko abgesichert. Ne? Jeder Tag, der vergeht, nähert sich dem Ende. Umso schneller geht es dem Ende entgegen, eigentlich logisch. Und das heißt also, die Chance, dass du aus diesem Versicherungsvertrag noch etwas bekommst, wird immer geringer von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Und das ist quasi so ein Zeitwertverfall. Der Verkäufer dieser Versicherung, für den ist das natürlich gut. Warum? Der hat ja jetzt hier für einen Monat das Risiko übernommen und hat dir irgendeine Summe in Rechnung gestellt. Okay? Du hast dir irgendwie eine Summe X an den bezahlt. So. Und jeder Tag, der vergeht und wo nichts passiert, ist ein Gewinn für den, weil die statistischen Wahrscheinlichkeiten immer geringer werden, dass noch etwas passiert. Weil wenn du sagst, okay, wir schauen jetzt mal auf die nächsten 30 Tage, wann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du einen Unfall haben wirst? Innerhalb der nächsten 24 Stunden oder innerhalb der nächsten 30 Tage? Statistisch innerhalb der nächsten 30 Tage. So. Und deswegen, je mehr Zeit vergeht, umso wertloser wird diese Police, wertvoller für den Versicherungsverkäufer, wertloser für den, der sie gekauft hat. Und bei Optionen ist das eben nichts anderes. Und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, dass man sagt, okay, hier ist beispielsweise der Zeitwert, ZW, und hier, das ist die Laufzeit. Ja? Dann ist es ganz einfach so, wenn eine Versicherung sehr, sehr lang läuft, wenn eine Option eine sehr, sehr lange Restlaufzeit hat, dann gibt es am Anfang so gut wie keinen Zeitwertverfall. Das geht ganz, ganz langsam. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hier, du hast 12 Monate abgeschlossen und es sind die ersten 14 Tage rum, naja, da ist ja nichts passiert. Ne? Du hast ja immer noch fast ein ganzes Jahr. Wenn hier 14 Tage rum sind, ist die Hälfte aber schon weg. Und deswegen passiert Folgendes. Dieser Zeitwertverfall, der ist am Anfang relativ langsam und zum Ende hin wird er immer schneller. Ja? Und da gibt es so pauschale
Aussagen und sagt, ja, in den letzten 30 Tagen geht das dann besonders schnell. Das stimmt jetzt aber nicht zu 100%. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wo liegen diese Optionen. Also das heißt, liegen die am Geld, im Geld, aus dem Geld und so weiter. Ne? Aber das sind jetzt Details, da wollen wir gar nicht darauf eingehen. Du musst dir einfach nur eins merken. Hast du Optionen mit einer sehr, sehr langen Restlaufzeit, also hier diese 12 Monate beispielsweise, dann wirkt der Zeitwertverfall am Anfang sehr, sehr gering. Die Kenngröße übrigens, der griechische oder die griechische Kennziffer für den Zeitwertverfall, ist das sogenannte Theta. So, wenn du dagegen Optionen hast mit einer sehr kurzen Restlaufzeit, also beispielsweise eben nur noch ein paar Tage, dann wirkt dieser Zeitwertverfall unheimlich schnell. Das heißt, der Wert dieser Option erodiert dann extrem schnell. Und deswegen haben viele Leute die Idee, da sagen, ich verkaufe nur sehr kurz laufende Optionen. Ich verkaufe eine Option mit 2, 3, 4 Tagen Restlaufzeit. Warum? Weil dann der Zeitwertverlust zumindest prozentual am höchsten ist. Aber das ist jetzt nicht immer unbedingt die allerbeste Wahl, weil zu dem Zeitpunkt hier ist nämlich noch etwas anderes, was wirkt bei so kurzen Restlaufzeiten. Das ist das sogenannte Gamma. Da können wir an einer anderen Stelle mal darüber sprechen. Ne? Gamma-Sensitivität. Und du musst dir eins vorstellen. Mal angenommen, hier hat die Option 5 Dollar gekostet. Okay? Dann ist die vielleicht zu dem Zeitpunkt runtergefallen. Hier ist die vielleicht jetzt bloß noch, sagen wir mal, 2 Dollar wert. Ne? So. Und jawohl, prozentual betrachtet, fällt die natürlich jetzt hier innerhalb der letzten paar Tage um 100%. Um von 5 auf 2 Dollar zu kommen, das sind wie viel? 60%, wenn ich richtig gerechnet habe, oder? Das sind 60%. So, das heißt also, am Anfang ist der Zeitwertverfall viel geringer als hier am Ende, aber in absoluten Zahlen betrachtet, macht es oftmals viel mehr Sinn, etwas länger laufende Optionen zu verkaufen, weil eben die absolute Veränderung sind hier 3 Dollar, hier bloß noch 2 Dollar. Das heißt also, es macht viel mehr Sinn, manchmal auf die etwas längeren Optionen auch als Verkäufer zu setzen. Na klar, jetzt nicht zwingend dann vielleicht, dass man ein Jahr Restlaufzeit verkauft und so weiter. Das hängt auch ein bisschen mit der Volatilität zusammen. So, meine Zeit ist hier schon längst abgelaufen und ich hoffe, ich habe dir hier einen ganz kurzen Einblick in das Thema Zeitwertverfall geben können. Am Ende noch zwei wichtige Dinge, die du mitnehmen musst. Punkt Nummer 1. Wenn du ein Optionskäufer bist, dann solltest du immer eine längere Laufzeit wählen, als du erwartest, bis dieses Ereignis eintritt. Also wenn du sagst, ich erwarte, dass die Aktie XYZ innerhalb der nächsten 3 Monate etwas macht, dann kauf bitte keine Option mit 3 Monaten Restlaufzeit, sondern kauf eine deutlich längere Option. 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Warum? Weil dann wirkt der Zeitwertverlust bei dir nicht so sehr. Das heißt also, als Käufer von Optionen bitte lange Laufzeit machen. Und zweitens, darüber sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber, beachte immer die Volatilität. Als Optionsverkäufer kannst du auch sehr, sehr lange Optionen verkaufen. Wir verkaufen manchmal Optionen mit Restlaufzeiten von 2, 3 Jahren, aber immer nur dann, wenn die Volatilitäten sehr, sehr hoch sind. Warum? Weil der Rückgang der Volatilität viel stärker wirkt als der Zeitwertverlust. Das war es ganz kurz zum Thema Zeitwert. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr noch mehr Details wissen wollt, hier unten ist die Kommentarfunktion, schreibt mir alle eure Fragen rein und dann helfe ich euch damit, damit ihr einfach auch das Thema Optionen besser versteht, weil Optionshandel ist einfach so eine faszinierende Sache und so eine tolle Ergänzung zu vielen, vielen anderen Strategien, die es an den Märkten gibt, dass es sich wirklich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Wenn du sagst, ich will es gleich intensiv haben, dann nutzt die Chance. Hier unten gibt es einen Link, www.optionsstrategien.com/termin. Dort kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir zeigen dir dann auf, welche Möglichkeiten du hast, um mit dem Optionshandel oder auch mit anderen Strategien an der Börse erfolgreich zu werden. Und dieses Erstberatungsgespräch ist definitiv kostenfrei. An dieser Stelle, wir hören und sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.